Wir haben nicht viel zu bieten, aber ich hatte nicht vor, eine Taverne zu betreiben. Aber Valion wollte hierhin, also bin ich mitgegangen. Nein, es gibt überhaupt keins. Schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Moortal aufzusuchen. Und jetzt? Naja, sagen wir einfach, die Vordertür wird nicht oft benutzt. Lorbuk? Er hält sich für einen Barden. Er zahlt, also kann er bleiben. Hätte ich Kunden, würde ich mir Sorgen machen, dass er sie nervt. Aber naja, seht euch um. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Bis dann. Hier drüben! Ja! Ist da jemand? Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Oh. Ihr hättet nie herkommen sollen. Thank you.
Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Also gut. Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Nur wenige haben ihre Augen offen. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Viel Glück! Sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Ich habe Mutters Gabe nicht ganz, aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Mein Bruder ist sensibel. Er kann sich nur schwer auf etwas konzentrieren. Wir haben ihn zum Tempel von Kynaret in Weißlauf gebracht, um ihn von den Heilern untersuchen zu lassen, und sie sagen, er sei völlig gesund. Seid ihr unterwegs nach Weißlauf? Könnt ihr diesen Brief für die Priesterin Danica Reinequelle mitnehmen? Es ist eine Notiz über Joriks Gesundheit. Ich danke euch. Also gut. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Olfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen. Doch in letzter Zeit bin ich eher eine Krankenschwester als eine Priesterin. Ich pflege all jene, die in diesem Krieg gelitten haben, sei es geistig oder körperlich. Ich weiß, diese Zeiten stellen uns alle auf eine harte Probe. Viele suchen den Tempel von Kynaret auf, um zu beten. Und ich helfe ihnen, so gut ich kann. Ich halte Joriks Schwester? Das arme Kind. Die Magie steckt dieser Familie im Blut. Und das ist nicht immer ein Segen. Ich danke euch dafür. Hier, eine kleine Belohnung. Reist durch das großartige Himmelsrand und Kynaret reist mit euch.
alle nach... Hilfe! Den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist er wirklich tot? Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Jorgen und ich rackern uns ständig ab. Mortal bedeutet uns eben beiden sehr viel. Ich bekomme hier nicht viel Kundschaft, aber so habe ich Zeit, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Nein, nein. Nun, manchmal schon, aber das ist nicht das Problem. Ich habe oft nicht allzu viel zu tun, also probiere ich gerne neue Sachen aus. Meist funktionieren sie nicht, aber ich versuch's trotzdem. Und im Handumdrehen sind dann meine Vorräte aufgebraucht. Ich habe damit begonnen, als ich noch ein junges Mädchen war. Eine Tempelheilerin auf Pilgerreise blieb hier und hat mir die Grundlagen beigebracht. Sie hatte ein Buch dabei, das den Titel »Das Lied der Alchemisten« trug. Ich habe es immer wieder gelesen. Wenn ich doch bloß noch ein Exemplar davon hätte. Wirklich? Ich würde euch gerne etwas über Kräuter erzählen, wenn ihr das Buch findet. Also gut.
Ihr seid neu hier, nicht wahr? Willkommen an der Bardenakademie. Sie ist wie ein musikalisches Museum. Jorgen und ich rackern uns ständig ab. Mortal bedeutet uns eben beiden sehr viel. Es ist erstaunlich, wie viel man aus einem Buch lernen kann. Hier, lasst mich euch einige der Dinge zeigen, die die Tempelheilerinnen mich über Tränke gelehrt haben. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Nur wenige haben ihre Augen offen. Ich spreche und meine Worte dringen anderen ans Gehör. Ich hege die Hoffnung, dass sie meinen Worten stattdessen zuhören mögen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Jarlmarsch. Glückwunsch! Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Mhm. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Mhm. Wenn ihr... Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. In Mortal stehen nicht viele Häuser zum Verkauf. Aber wenn ihr interessiert seid, könnte ich euch ein Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus bauen könnt. Ausgezeichnet. Wir freuen uns, euch als Landbesitzer in Jarlmarsch willkommen zu heißen. Hier ist eure Besitzurkunde. Wenn es euch nichts ausmacht, euch die Füße nass zu machen, solltet ihr nach Norden an der Mühle vorbeigehen. Das eine oder andere seltsame Grab auf dem Weg sollte euch nicht stören. Das Land liegt an der Küste, auf der anderen Seite des Kart-Deltas von Einsamkeit. Eine bezaubernde Gegend, ihr werdet es sehen. Bis zum nächsten Mal.